Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival. Ah oh, ja, herrlich. Wird's gerade neblig? Kann das sein? Kommt gerade Nebel auf? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Könnte sein, aber nun gut. Ich würde gerne keine Zeit verlieren, wenn es geht. Und direkt rüber zur alten Base. Die ist da hinten, in die Richtung hier. So. Und würde da gerne ein paar Sachen holen gehen. Da ist noch ein Wolf. Den umlaufen wir jetzt mal ganz geschickt. Geben ein bisschen Fersengeld. Laufen an einem Stück durch zur Base. Dann können wir uns da ein bisschen mit Sachen eindecken. Ein bisschen weiter darüber. In diese Richtung da hinten irgendwo. Klingt irgendwie nach Nebelmusik, ne? Da hinten ist schon der Turm, der Aussichtsturm. Ah, hier darf ich nicht runterfallen. Sonst habe ich wieder ein Bein gebrochen. Von dem 1,50 Meter Absatz da. Achso, ne, das ist die Musik von der Playlist. Ha, die klingt gerade so ähnlich. Haha. So, hier würde ich gerne ein paar Sachen holen. Und ich möchte kurz noch was ausprobieren. Hier ist bestimmt Benzin. Nein, kein Benzin drin. Und zwar, ich habe in einem anderen Let's Play gesehen, wie jemand in so ein Auto eingestiegen ist. Und dann aus dem Handschuhfach gelootet hat und auch hinter den Sonnenblenden gelootet hat. Aber hier geht es scheinbar komischerweise nicht. Vielleicht geht das nicht bei jedem Auto? Hm. Oder geht das vielleicht nur bei den Händlerfahrzeugen oder so irgendwie? Ich weiß es nicht genau. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Da kann ich das auf jeden Fall nicht machen. So, jetzt müssen wir mal die Säge suchen. Da schwebt sie. Die brauchen wir. Und dann lass mal gerade hochgehen. Wir haben halt natürlich mal wieder nichts zu trinken, ne? Echt ätzend. Ich krieg hier nichts auf die Kette in dem Spiel. So. Und dann nehmen wir uns die schicke Werkbank. Shit. Warte mal. Okay. Boing, boing. Haha, sehr gut. So, damit hätten wir die Werkbank. Wir hätten die Säge, die alte Säge. Da ist nichts drin. Da sind zwei Dosen drin und ein Salzstreuer. Die Flaschen lasse ich hier. Ah, Bogen, Pfeile, Munition, das. Bleistifte und Zigaretten. Ein Rad. Ton. Noch mehr Schlaufen. Nägel. Hier sind noch High Quality Metal Scrapes. Warte mal. Lass mich mal kurz was probieren. Ich habe da eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Also bitte erschlagt mich nicht. Wenn ich die jetzt nutze, ja. Hier ist doch eine Working Queue drin. Und ich lege da ein Rad hinein. Und bewege dann die Workbench. Und platziere sie wieder. Und öffne die. Ist das Rad noch drin? Dann legen wir noch die Lashings da rein. So, und die Pfeile. So, dann gehen wir nochmal hoch. Das ist doch schön, dass man so auf jeden Fall noch Sachen notfalls transportieren kann. Dann nehmen wir noch mit das Nähset, den Scrap, die Components. Die würde ich mal hier lassen. Den Hammer. Wir haben, glaube ich, einen Hammer zu Hause.
Da sind nur Bleistifte drin. Hier wäre jetzt noch eine Axt, Stein, ein bisschen Woodcrap. Ja, passt schon. So, okay. Wir brauchen dringendst, dringendst etwas zu trinken. So, zack. Komm her, schicke kleine Werkbank. Lalalalalala. So, da ich jetzt relativ wenig sehe hier mit meiner Werkbank unterm Arm, würde ich sagen, wir bleiben einfach mal auf der Straße. Müssten wir ja früher oder später genau zu unserer Base kommen. Ich hoffe, ich übersehe jetzt keinen Wolf, der hier irgendwo. Da sind wir doch schon. Da müssen wir hin. Sieht bestimmt ziemlich doof aus, wenn in der Apokalypse jemand so durch die Gegend rennt und da so eine Werkbank bei ihm vor dem Gesicht rumschwebt. Während er hier durch den Wald sprintet. So. Jetzt haben wir keine Stamina mehr. Wir haben keine Stamina mehr. Das Problem ist jetzt halt, ich habe überhaupt keinen Platz irgendwie da oben drin, ne? Dann stellen wir die jetzt hier hin. Notdürftig. So, warte mal, lass mal gucken. Wenn ich hier jetzt sage, Combat Knife, Munition. Man konnte doch auch Schränke bauen. Und sowas. Wo kann man denn die Schränke bauen? Das ist hier Structure Crafting. Drying Rack, Cooking Pot, Water Purifier, Generator, Mülleimer. Wo kann man denn die Schränke bauen? Saw Machine, Repair Bench, Reloading Bench. Ah, hier gibt es noch Unterkategorien. Hier sind Häuser. So ein Haus wäre natürlich schick, ne? Zaun. Main Gate. Aber auch keine Schränke bei. Wo zum Henker sind denn die Schränke, die man bauen konnte? Basic Craft. Dry Meat. Basic Torch, Bandagen. Irgendwo muss man doch auch Schränke machen können. Die kann man doch bauen, die Dinger, aber wo ist denn das? Workbench. Okay. Wo ist denn der Wasserdestillierer? Wo war der denn jetzt? Elektrizität. Hier sind Betten. Ah, hier bei Möbeln sind die Schränke. Ah, okay. So, zwei Bretter, Metal Scraps und Components. Security Locker.
could store many items and could preventing thieving well. Cabinet, aha. Okay, also immer Bretter und hier die Sachen. Gut. Dann lass uns doch mal hier... Achso, warte mal, unser... Erstmal hochgehen. Ich weiß nicht, ob wir oben noch Bretter haben. So, wenn ich jetzt hier sage, ich mache so und so. Hä? Wo ist denn vorne und hinten an dem Schrank? Das da scheint vorne zu sein. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay. So, uns fehlen noch zwei Bretter und ein paar Komponenten. Pick up Components. Wood Scrap. Da haben wir Holz. So, dann müssten wir den doch schon fertig bekommen. So, sehr gut. Wie viel haben wir jetzt noch von dem Kram? Noch zwei Bretter. Machen wir uns direkt noch so einen Schrank, wa? Okay, sehr gut. So. Das machen wir mal rein. Das auch. Schmeiß einfach mal rein, den Kram. Hunger haben wir. Eat. Unsere ersten Schränke. So. Da geht es uns auf jeden Fall jetzt erstmal gut. Was wir brauchen, ist was zu trinken. So. Dummy Target. Chair. Table. In die Betten. Ich brauche hier das Ding hier brauchen wir. Den Water Purifier. Den brauchen wir ganz dringend. So, uns fehlt der Eimer, uns fehlt Metal Scrape. Steine. Eimer. Metal Scrape. So, Firewood ist hier. So, dann haben wir das. Jetzt fehlen uns nur noch die Steine. Von denen haben wir natürlich keine hier oben, ne? So, okay. Warte mal. Warum? Achso, das deckt auf 8. Okay. So. Wie spät haben wir? 18.04 Uhr. Dann gehen wir mal ins Bett. Schlafen 12 Stunden. Doch. Unsere Herz geht immer weiter runter. Food Poisoning. Wieso denn Food Poisoning? Ja, können wir die auch noch essen, hä? Hä? Ich hab doch gerade was gegessen. Wieso geht das denn hier nicht weiter hoch? Das ist ja mal doof. Das ist Clay. So, wir brauchen hier noch 8 Steine. Heißt, wir gehen jetzt mal zum Fluss.
Und saufen da halt Wasser aus dem Bach und versuchen mal noch einen Stein zu finden. Ich glaube, da liegt schon einer. Hier ist auch einer. Eins. Zwei. Hier so Äste können wir auch mal einsammeln. Wenn wir da was sehen. Halt. Nehmen wir das direkt mal mit. So, hier, wir sammeln einfach mal alles Mögliche ein, was man so sieht. Kommen die ganzen Federn her auf einmal? So, 7 Steine. Heißt, wir brauchen noch einen. Wo ist denn der Fluss jetzt? Da steht auch noch ein Auto. Lass mal zum Auto gehen. Da, guck mal, da steht ja auch Open. Ne, es ist immer Open Door. Wieso? Wie zum Henker hat er das denn gemacht? Ich weiß das hundertprozentig, dass der die Sachen aus dem Handschuhfach genommen hat. Bei mir geht's nicht. So. Wir sind, glaube ich, mehr in die Richtung hier. Gehen wir nach Osten. Wir müssen eigentlich eher so runter. Nach Süden. Ach, sind wir hier oben? Okay. Ja, dann lassen wir mal gerade hier gucken. Ob wir hier noch irgendwie was Interessantes finden. Da wäre noch ein Cooking Pot. Stofffetzen. Ich glaube, das hatte ich schon gelootet, das hier, ne? Dann nehmen wir den mal noch mit. Feuerzeugbenzin, noch eine Säge. Ja, okay, noch ein Cooking Pot. Eine Tasse. Die hätte ich gern. Salz. Den könnte man auch mitnehmen. Und sowieso schon keinen Platz mehr. Aber ich will trotzdem mal kurz. Oh, die Batterie. Ich schmeiß mal die Steine weg. Ich nehme die Batterie mit. So. Schauen wir noch kurz hier oben. Da wäre noch eine Dose. Warte mal, wenn ich den Hammer wegwerfe. So, ich will halt jetzt mal wissen. Warum kann ich mich nicht höher hochladen? Weil wir so viel Durst haben? Kann das sein?
Ist nicht weiter hochgegangen. Das ist strange. Gut. Dann. Oh, jetzt dachte ich schon, ich habe mir wieder die Geräte gebrochen hier. Laufen wir hier nochmal hin zurück, wo wir ursprünglich mal begonnen haben. Und saufen hier Wasser aus dem Bach. Kann auch nicht mehr trinken. Woran liegt das? Warum komme ich denn nur noch auf 60%? Warum komme ich denn hier nicht mehr weiter hoch? Ich habe keine Ahnung. Macht komische Sachen. Keinen Plan, warum das so ist. Absolut nicht. So, dann laufen wir mal schnell nach Hause. Vielleicht wegen dem Food Poisoning da oben. Dass ich deswegen nicht mich voll heilen kann. Ja, das Einzige, was mir gerade dazu einfällt. Was anderes kann ich mir da irgendwie gerade nicht wirklich vorstellen. Ich frage mich auch, warum ich überhaupt eine Lebensmittelvergiftung habe. Wo wohnen wir? Ich glaube da. Ich glaube, wir wohnen dort. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jo. Oh, ein Schwein. So, jetzt haben wir natürlich nur das Problem, dass unser Inventar voll ist. Und ich kein Messer dabei habe. Deswegen müssen wir mal ganz schnell hier rein. Ach Mist, hoffentlich despawnt das Schwein jetzt nicht. So. Da liegt es noch. Batschabor. Harvest. Hä? Ach so. Okay. Ja. Best to use. Ja. Und warum geht das nicht? Muss ich das Messer vielleicht... Darf ich das nicht in der Hand haben? Ich verstehe es nicht. Warum kann ich denn das Schwein jetzt nicht looten? Raw meat can be used to tame carnivores when they are unconscious. Open the inventory of the creature
you want to tame and put the raw meat inside of it. So, select portion you want to butchering. Das. Butcher. Geht nicht, ich kann nicht draufklicken. Ach, Mann, Spiel. Ach, man muss das hier noch hochschrauben. Ja, alles. 3 Stunden 19. So. Das nehmen wir noch mit. Mal gucken, ob wir noch mehr mitbekommen. Noch das gute Fleisch aus dem Kopf geschnitten. Es wird langsam dunkel. So, das nehmen wir auch noch mit. Ganzen Tag lang die Sau da zerlegt. Oh, es fängt an zu regnen. Da ist doch noch Fett drin. Oh Gott, hast du gesehen, wie schnell das da oben abnimmt? So. Okay, hier liegt noch ein bisschen Fleisch rum. Ja gut, macht nichts. Ist dann für die Zombies oder so. Nein, wir gehen das jetzt holen. Ach, scheiße. Naja gut, egal. So, die gute Animal Hide. Legen wir mal da ab. Das für ein Wetter hier. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt lass doch mal schauen hier. Water Purifier. Da braucht man Purify Water. Matches. Firewood und Tree Bark. Und ein Schrank wäre noch ganz gut. Ein zusätzlicher Schrank wäre ganz nett. So, ein bisschen Holz, Holz, Scrap und Gedöns. So, fehlen uns nur noch die Bretter. Ey, wir haben einen Wahnsinnshunger, ne? Das gibt's nicht. Wir haben Wahnsinnshunger, Wahnsinnsdurst. Das Feuer da drauf setzen? Nein, geht nicht. Zweige und Steine. Okay, uns fehlen noch Steine. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich esse jetzt einfach das rohe Fleisch. Kann nicht ändern. So. Gut. Ich weiß auch nicht, woher ich die Matches bekommen soll. Kann ich die vielleicht selber herstellen?
Vielleicht kann man den in der Werkbank herstellen. Wobei, ehrlich gesagt, wir haben jetzt die ganze Zeit aus dem Fluss gesoffen und es ist nie was passiert. Kohle brauche ich dafür und Zweige. Okay, aber wir brauchen nochmal Steine, ne? Ich glaube, ich gehe nochmal da runter. Ich gehe nochmal da runter zum Teich und sauf Wasser. Hier gibt es ganz viele Steine, das finde ich gut. Ich glaube, die spawnen über Nacht nach. Ja? Kann das sein? Wir haben auch gar nicht geschlafen, ne? Wir sind ein bisschen erschöpft. So. Ein Wolf. Also ich überlege gerade tatsächlich, wenn wir sowieso das Wasser so trinken können, ne? Also ich trinke es jetzt nochmal. Bisher ist nie was passiert. Wenn da nie was passiert, dann... Boah, ich dachte erst, es ist ein Wolf. Wenn da nie was passiert, dann können wir uns unsere Base auch irgendwo am Fluss bauen. Also ich meine, es macht sowieso Sinn, relativ nah beim Fluss zu bauen. Aber dann kann ich mir das auch schenken mit dem Water Purifier. Weil auf den kann ich dann auch gut und gerne verzichten. Dann kann ich auch dreckiges Wasser aus dem Bach trinken. Nehme ich mir den 10-Liter-Eimer mit, mache den voll und dann ist gut. So, wieder nichts passiert. Kann gut sein, dass wir die Lebensmittelvergiftung von dem Wasser haben, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, das steht ja auch dabei, es ist nicht sicher, dieses Wasser zu trinken. Aber bisher war es immer okay. Ich denke immer, das wäre ein Ast, den man einsammeln kann. Das sind alles Hardsticks. Ah, lass mal hier hochlaufen. Ja, da lag noch irgendwas. Ich habe es gesehen im Augenwinkel, aber ich wollte da von dem Wolf jetzt erstmal wegkommen. Und das ist eine Blaubeere. Eine gute, leckere Blaubeere. So, wo ist denn unser... Da hinten. So. Gut. Ja. Haben natürlich keine Ausdauer mehr, weil ich die ganze Zeit nur am Sporten bin. So. Starter. Da braucht man ein Feuerzeug für. Und Tinder. Und Fuel. Wir haben aber kein Feuerzeug. Ich kann doch nicht mal ein Feuer machen in dem Spiel hier.
Ich kann noch nicht mal ein Feuer machen. Ist gerade schwierig. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich weiterspielen soll, ehrlich gesagt. Ich habe mir ein Campfire gemacht, aber ich kann es nicht anzünden, weil wir kein Feuerzeug haben. Das heißt, wir müssen looten gehen, um ein Feuerzeug zu finden. Das Problem, was wir aber haben, ist, wir brauchen so nicht looten gehen. Ich meine, guck dir mal unsere Gesundheit an. Ich krieg die Gesundheit auch nicht nach oben. Das ist das, was mich die ganze Zeit auch wundert. Wir bekommen diese Gesundheit nicht mehr nach oben. Die geht einfach nicht hoch. Ich hatte eine Bandage benutzt, hat nichts gebracht. Die hat mich nicht geheilt, die Bandage. Ich weiß nicht, ob die Gesundheit vielleicht mal wieder irgendwann nach oben geht, wenn wir ausgeschlafen sind und unsere Ausdauer und unser Food Poisoning da mal weg ist. Es ist sowieso, wie spät? 18 Uhr. Ich schlafe jetzt mal 12 Stunden. Das Problem ist, du wachst nach 12 Stunden auf, kannst direkt was essen und was trinken gehen. Ich meine, guck dir das mal an. So. Aha, meine Health ist aber wieder regenerated. Mal 6 Uhr. So, wo ist das Fleisch hier? Eat. Da ernähren wir uns halt eben von rohem Fleisch. Das nützt ja nichts. Wir brauchen mal wieder einen Schrank. Wir brauchen einen Schrank, sonst werde ich hier noch krank. Ach so, warte mal, ne, wir hatten ja einen hier hinten, ne? Den müssen wir noch. Da brauchen wir noch Holz für. Moment, jetzt muss ich gerade gucken. Weiß gerade nicht genau. Schmeiß mal hier den Kram weg. So, und dann gehen wir uns mal hier zum Sonnenaufgang. Gehen wir uns erstmal einen Baum fällen. Didi didi didi. Hatte ich den hier nicht schon mal gefällt? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wo ist denn der Sound hin? Aha. Ja, wir standen wahrscheinlich 35 Meter von dem Baum weg und haben da drauf geschlagen. Ihr seht genauso viel wie ich. Nämlich gar nichts. So, Tree Bark war wichtig. Äste. So. Den hier. Nehmen wir auch mal mit. Und dann machen wir hier. Nein. Wood. Machen wir da mal 20 Bretter draus. Oh, es ist neblig. Das ist doof. Jetzt sind wir wahrscheinlich. Wir sehen mal wieder nichts. Wir haben wieder diese schöne Vignette, weil wir so dermaßen durstig sind. Water needed. Ja.
Wie immer. So. Och, der steht falsch rum. Ey, ich werd bekloppt. So. Gut. Dann machen wir da mal das Ding da rein. Das heben wir mal auf. Da machen wir jetzt mal das ganze Holzgedönse rein. Das war kein Holz, was ich gerade aufgenommen habe. Animal Fat. Stone. Da liegt noch ein Ast rum. So, kriegen wir wenigstens mal irgendwie so ein bisschen ganz leicht, kriegen wir hier Ordnung rein. Passt das noch da hinten in den Schrank? So. Gut. Gut, ihr Lieben. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Aber ich überlege tatsächlich, also, warte mal, die, ich überlege wirklich in der nächsten Folge woanders zu bauen. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Bis denn. Und tschüss.